Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Türkei Aktuell, bei unserem ersten Programm des Jahres. Wir diskutieren heute über den Parteiverbot und Aufeislegung der Parteifinanzierung von der prokurdischen HDP in der Türkei. Wir diskutieren heute mit Oktay Demirel und Murat Çakır. Oktay Demirel ist Redakteur, er gehört zum Redaktionsteam von Neues Leben, Yeni Hayat. Und Murat Çakır ist Journalist, er ist ein Türkei-Kenner, er ist ein Experte für die Region und er ist aktuell Geschäftsführer der Rosa Luxemburg Stiftung in Hessen. Herzlich willkommen, Oktay und Murat. Hallo. Hallo. Ich möchte gleich mit der ersten Frage beginnen. Also wir bleiben wieder im Format. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde heute zusammen. Und meine erste Frage lautet, was ist mit dem Parteiverbotssituation der für die prokurdische HDP auf sich hat. Es gibt seit Juni 2021 eigentlich dieses Verfahren und jetzt ist es soweit, dass gleich mit Beginn des neuen Jahres die Parteifinanzierung auf Eis gelegt wurde und Ende Januar erwartet man sozusagen eine mündliche Stellungnahme, wenn ich mich nicht irre, vom obersten Richter des obersten Gerichtshofs. Wenn ich mich irre, bitte korrigieren. Und die Frage ist, wie lautet eigentlich die konkrete Anschuldigung und wodurch legitimiert sich dieser Schritt? Vielleicht beginnen wir mit dir, Murat. Ja, gerne, Zeynep. Erstmal schönen Abend. Zuerst sollte man eigentlich etwas feststellen. Ich denke, die Betitelung der HDP, also Partei der Völker, Demokratische Partei der Völker, ist nicht unbedingt pro-kurdisch zu bezeichnen. Darin sind auch nicht kurdische Organisationen und nicht kurdische Personen vertreten. Insofern, ich denke, das ist eine linkssozialistische Partei. Das Problem in der Türkei ist, dass wir mit einer antidemokratischen und 1983 von der Militärdiktatur durchgesetzten Verfassung zu tun haben. Das wurde zwar mehrfach verändert, aber im Grunde genommen ist der Geist dieser Verfassung fest so geblieben. Das heißt, es ist undemokratisch, sämtliche Grundrechte werden per Gesetz oder inzwischen jetzt auch per Dekret des Staatspräsidenten geregelt, sodass wir im Grunde genommen nicht von einer richtigen Verfassung sprechen können, sondern eher von einer Strafgerichtsbarkeit. Und wenn man das Verbotsverfahren gegen die HDP derzeit sich anschaut, beruht das Ganze auf dem Artikel 69, das sich auf dem Artikel 68 beruft. Und zwar wird dort explizit genannt, dass keine Partei per Satzung oder Programm sich gegen die Unteilbarkeit der Nation und des Landes wenden darf oder solche Ideen wie Klassendiktaturen etc. Vertreten kann. Das ist auch der Geist der früheren Artikel des Strafgesetzbuches 141, 142, mit denen die kommunistischen Parteien in der Türkei verboten worden sind. Insofern können wir hier eine gesamte Konstante sehen, in der die herrschenden Klassen versuchen, jegliche gesellschaftliche Widerstandspotenziale eben mit solchen Verbotsverfahren aus dem Weg zu räumen. Inzwischen wissen wir ja ganz genau, dass die anstehenden Wahlen, den Staatspräsidentschafts- und Parlamentswahlen der herrschenden AKP-Palastregime im Grunde genommen das Wasser ausgraben werden. Daher versuchen sie mit allen Mitteln, natürlich mit allen undemokratischen Mitteln, sich an der Macht festzuhalten. Daher ist dieses HDP-Verbot, also Parteiverbotsverfahren, im Grunde genommen nur ich will mal sagen, eine längst beschlossene Makulatur, um sich die widerständigsten Kreise in der Türkei und in Kurdistan zu entledigen. Also du hast von Artikel 69 und 68 jetzt auch gesprochen. Vielen Dank auch für diesen Hinweis. Oktay, es gibt ja 15 oberste Verfassungsrichter. Und mit einer Zweidrittelmehrheit wurde eben zuletzt die Parteifinanzierung zum Beispiel auf Eis gelegt. Und vielleicht, wenn du vielleicht weitere Details ausführen könntest, wie legitimiert sich das tatsächlich vor der gesamten Türkei-Bevölkerung? Also was macht das mit der Frage der Demokratie, wenn jetzt schon wieder
eine Partei verboten werden soll. Ist ja nichts Neues in der türkischen Politgeschichte. Also wie alles andere auch wird hier direkt mit der Keule der Terrorismusbekämpfung und Terrorismusfinanzierung argumentiert. Das haben wir ja schon in früheren Sendungen immer wieder mal thematisiert, dass da dieser Vorwand mal kommt. Wenn Arbeiter auf die Straßen gehen für ihre Rechte, sind das Terroristen. Wenn Frauen für Frauenrechte auf die Straße gehen, sind das Terroristen. Wenn Kurden auf die Straße gehen und sagen, wir möchten mehr Rechte haben, dann sind das Terroristen. Und genau das ist das, was gerade auch wieder passiert. Das heißt, mit dem Argument, dass die HDP der politische Arm der PKK wäre, wird argumentiert, dass sie halt den Terror unterstütze und der Steuerzahler zahle sozusagen für Terrorismus und dementsprechend dürfe das nicht sein. Es ist keine Zweidrittelmehrheit, die jetzt vom obersten Verfassungsgericht entschieden wurde, sondern eine 8-7 Entscheidung, das heißt eine knappe Entscheidung, dass man das jetzt nächste Mal auf Eis legt, wobei das von der Zweidrittelmehrheit nicht so weit entfernt ist. Das heißt, die haben jetzt auch nicht sich für oder gegen die HDP ausgesprochen, sondern einfach nur gesagt, zunächst einmal muss die HDP sich verteidigen dürfen. Das heißt, sie hat jetzt bis dahin hat die Mehrheit sozusagen beschlossen, die Finanzierung auszusetzen. Das heißt, die HDP würde dieses Jahr ungefähr 530 Millionen türkische Lire bekommen. Das entspricht, wenn man mit dem heutigen Satz rechnet, ungefähr 25 Millionen Euro. Nicht wenig, was man dann hat, vor allem für eine Wahl, die jetzt im Sommer stattfinden soll, wobei jetzt diskutiert wird, ob man die Wahlen vorzieht. Das können wir gleich vielleicht noch mal thematisieren oder detaillierter darauf eingehen. Aber dementsprechend haben wir dann jetzt die Situation, dass die Gelder eingefroren werden, die jetzt bis zum 10. Januar an die Parteien ausgezahlt werden würden. Die HDP ist jetzt davon ausgeschlossen. Das heißt, die 130 Millionen ungefähr türkische Lire, die jetzt ausgezahlt worden wären, die sind zunächst mal auf Eis, bis die HDP-Anwälte die Verteidigung vorbereiten und vortragen. Und dann erst werden die obersten Verfassungsrichter entscheiden, ob sie für oder gegen ein Verbot stimmen. Und dann wird sich dann herausstellen, ob die HDP verboten ist oder nicht. Das heißt, wir sind in einem Prozess, wo jetzt zunächst einmal noch nicht klar ist, wie die Entscheidung ist. Und man kann vielleicht auch sagen, dass die HDP sich so ein bisschen, die amtierende AKP-Regierung mit Erdogan sich so ein bisschen an die Situation annähern, so ein bisschen möchten oder so ein bisschen fühlen möchten, wie die Stimmung allgemein in der Gesellschaft ist, wenn man jetzt ein Verbot tatsächlich durchziehen würde, dass man mit der Finanzierung so ein bisschen Stimmung macht und abtastet und so ein bisschen anfühlt in der Gesellschaft, können wir jetzt ein Verbot durchsetzen oder nicht, denn das hätte wiederum Konsequenzen auch im Wahlverhalten von vielen Leuten. Und man muss sagen, die Kurden sind nicht zu unterschätzen als Wahlvolk, natürlich auch als eine große Minderheit in der Türkei mit mehreren Millionen wahlberechtigten Stimmen sozusagen. Die HDP ist die stärkste Partei, aber die AKP ist die zweitstärkste Partei unter den Kurden, muss man ja auch sehen. Das heißt, dementsprechend muss sie jetzt gucken, wie sie strategisch so ein bisschen handelt und wie sie dann eventuell so ein Verbot durchsetzen könnte oder doch wieder Abstand davon nimmt, sie doch nicht verbietet, um eben andere Schachzüge sozusagen noch durchzuführen. Da ist sie sich, glaube ich, noch nicht ganz sicher. Aber es geht ein bisschen in diese Richtung, dass sie dann noch am Fühlen ist, können wir jetzt ein Verbot endlich durchsetzen oder nicht. Und das im strategischen Blick auf Wahlen, die zunächst einmal im Juni stattfinden sollten, aber jetzt wahrscheinlich auf Ende Mai vorgezogen werden könnten. Aber das ist jetzt auch noch nicht ganz entschieden. Genau, also auf diese Punkte bezüglich Strategie und Wahltermin werden wir noch eingehen. Aber bevor wir auf diesen Punkt zurückkommen und auch auf das Wahlverhalten der kurdischen Wählerinnenschaft sozusagen, möchte ich mal Stichwort Terrorismus nehmen. Es ist in den letzte Woche ist etwas Spannendes passiert. Es wurde ein Hüdapar-Mitglied in Diyarbakır durch türkische Exekutive geohrfeigt. Und diese Polizisten, die das verübt haben, wurden dienstlich suspendiert. Es hat sehr rasch funktioniert. Und nicht sehr lange danach hat sich Erdogan mit dem Hüdapar-Leader getroffen. Und Hüdapar steht ja im Zusammenhang mit Hezbollah, das auch als eine Terrororganisation sozusagen gekennzeichnet ist in der Türkei. Murat, wie siehst du hier die Zusammenhänge, wenn vorhin hat zum Beispiel Oktay gesagt, die HDP ist die erste
Partei, die bei den Kurdinnen gewählt werden, AKP, die zweite, aber Hüdapar hat auch einen gewissen Einfluss in den kurdischen Regionen in der Türkei. Wie siehst du, wie würdest du diesen Schritt von Erdogan interpretieren, der sich jetzt mit dem Hüdapar-Leader getroffen hat und hier Annäherungsversuche unternimmt? Also ich würde sagen, dass die Strategie weiterhin das Gleiche ist. Das heißt, divide et impera, teile und herrsche, und zu versuchen, auf der einen Seite Zuckerbrot und Peitsche-Politik umzusetzen, gleichzeitig dann auch gegebenenfalls den Islam zu instrumentalisieren. Die Hüdapar ist eine offen islamistisch-kurdisch-nationalistische Partei, die durchaus Anhängerschaft hat, aber die ist nicht so stark wie gewollt. Hüdapar und andere, beziehungsweise der Hüdapar nahestehende oder umgekehrt, Hüdapar steht ja der islamistischen Terrororganisation Hizbullah nahe. Das ist aber mit der iranischen Hizbullah nicht zu, oder libanesischen Hizbullah nicht zu verwechseln. Das ist eine völlig eine sunnitische Organisation. Die anderen sind ja eher schiitisch. Und die versuchen selbstverständlich gegen die Formen der Zusammenarbeit von kurdischen Intellektuellen, kurdischen Arbeitern, Gewerkschafterinnen, Gewerkschaftern mit den türkischen Linken, Sozialisten, Atheisten etc. zu verhindern. Und das ist immer wieder ihr oberstes Gebot gewesen, dass sie sagten, ja, wir sind eine Umma, das heißt, wir sind eine Gemeinschaft der Muslime, da ist es völlig egal, ob man Türke, Kurde, Araber ist, Hauptsache wir sind Muslime. Und das ist eine ideologische Ausrichtung der Hüdapar, die immer wieder auch von türkischen Staat benutzt wird. Und man muss auch sagen, Hizbullah ist eine extrem gefährliche Organisation, die von verschiedenen Geheimdiensten immer wieder als quasi Auftragsnehmer beschäftigt wurde, um auch gegenüber zum Beispiel kurdischen Linken in Kurdistan vorzugehen. Daher denke ich, dass die Strategie weiterhin so fortgeführt wird, dass man eben versucht, die Möglichkeiten von linken kurdischen Parteien beziehungsweise der HDP und deren Unterstützern zu unterminieren, mit solchen Angeboten zu sagen, die AKP hat ja was für die Kurden gemacht. Wir wollen ja, dass die Kurden gemeinsam mit uns groß werden. Das ist aber eine reine ideologische Ausrichtung. Ich glaube jedenfalls, dass es dem türkischen Staat, und da sind, glaube ich, auch sehr viele im türkischen Staat, insbesondere im Bereich des Innenministeriums und auch des Verteidigungsministeriums und auch der türkischen Armeeführung. Viele sind sich sehr bewusst, dass ein Parteiverbot im Grunde genommen kontraproduktiv sein würde, weil die Solidarisierung innerhalb der kurdischen Bevölkerung wird dann relativ groß sein. Hinzu kommt ja noch die Tatsache, es ist, glaube ich, ich habe es noch nicht gezählt, aber 6., 7. oder 8. Parteiverbot Geschichte. Und jedes Mal, wenn eine solche Partei verboten wurde, wurde sie immer wieder stärker. Und hier ist auch etwas Ähnliches zu erwarten, dass es gibt ja verschiedene im Rahmen des Arbeits- und Freiheitsbündnisses gibt es fertige Parteien, die durchaus imstande wären, anstelle einer HDP an der Wahl teilzunehmen. Insofern glaube ich, versucht man hier die Hände und Füße der HDP zu schneiden, zu binden mit dem Geld, um ihre Möglichkeiten zu minimieren. Aber ich glaube jedenfalls, dass die HDP und sie mittragenden Kräfte, insbesondere im Bündnis, zu oft und zu Genüge bewiesen haben, dass sie auch ohne Geld, ohne große Mittel wirklich großartige Kampagnen durchführen können. Und das will Erdogan natürlich verhindern. Vielleicht ein paar Beispiele, wie gefährlich eigentlich diese Hüdapar ist. Murat hat ja gerade schon ein bisschen erläutert, woher sie stammt. Die Hizbullah in der Türkei wurde 2000 verboten. 2012 hat sich die Hüdapar, die
Partei der Freien Sache, so wie Hüderpart ausgesprochen wird, gegründet. 2015, als in der Türkei vor allem in kurdischen Regionen bürgerkriegsähnliche Situationen waren, Aktivitäten und Demonstrationen zugenommen haben und wo Militärs dann auch sogar mit eigenen Panzern in verschiedenen kurdischen Städten Bombardierungen durchgeführt haben, das heißt die kurdische Bevölkerung teilweise bombardiert haben, aufgrund der vorgeschobenen Situation, dass die PKK sich dort eingeschanzt hätte und Zivilisten benutzen würde und so weiter. Da gab es Konflikte mit der Hüderpart, die dann bewaffnet mehrere HDP-Mitglieder getötet haben, wo HDP-Mitglieder dann später Vergeltung verübt haben, einige bekannte Hüderpart-Mitglieder ermordet haben und daraufhin dann noch mehr Angriffe stattfanden, sowohl staatlicherseits als auch von privater Hüderpart-Seite aus. Das heißt, das ist eine ein Astmärmel der AKP auch damals schon gewesen, um die zu nutzen, um ein bisschen Stimmung zu machen, um die Kurden, die religiös sein können, noch mehr an sich zu binden und eventuell dann auch einen Gegenpol zu haben zu aktiven HDP-Lern, die auch nicht vor Gewalt zurückstecken, von denen es ja durchaus auch welche geben kann. Das heißt, dementsprechend haben wir dann in der Hüderpart eine Organisation, die wirklich im Sinne der Herrschenden agiert und sehr gut mit denen agiert. Der Vorsitzende hat nach den Gesprächen jetzt vor ein paar Tagen mit Erdogan vor der Presse erklärt, man hat auch über Wahlstrategien gesprochen, aber man könne sich noch nicht dazu äußern, weil das noch nicht abschließend bestimmt worden wäre. Das heißt, die Hüderpart wird wahrscheinlich auch einige Zugeständnisse von der AKP bekommen, die dann dementsprechend dann auch umgesetzt werden. Und die AKP wird natürlich auch von denen irgendwas erwarten im Gegenzug. Das heißt, wir können da durchaus gespannt sein, welche Tricks da in nächster Zukunft dann ausgelebt werden, auch in Verbindung mit der Hüderpart und in der kurdischen Bevölkerung oder in größeren kurdischen Metropolen wie Diyarbakir oder so, eventuell noch weitere Bomben hochgehen, Explosionen stattfinden, einfach nur so ein bisschen Konflikt und Angst geschürt wird, um eben auch eventuell Stimmung zu machen gegen die HDP und eventuell durchaus dann dafür zu sorgen, dass man dann halt zumindest die konservative kurdische Bevölkerung näher an sich zu binden. Also es passiert einiges, weil wenn wir zum Beispiel uns zurückerinnern, letztes im vergangenen Jahr wurden, ich glaube vorher oder kurz danach, wie die Gezi-Protestierenden oder Aktivistinnen jetzt lebenslänglich zum Beispiel verurteilt worden sind, gleich anschließend, glaube ich, wurden einige Hezbollah-Militanten einfach freigelassen. Also der zeitliche Kontext war sehr empörend eigentlich auch. Also nicht nur, dass die Sache an sich Wahnsinn ist, sondern auch der zeitliche Kontext. Wir sprechen jetzt... Wenn ich mich noch richtig erinnere, bei den Gezi-Protesten zum Beispiel, war es so, dass Hüderpart-Mitglieder mit ihren Säbeln durch die Straßen zogen in kleineren Regionen, jetzt nicht in Istanbul in der Metropole, aber in kurdischen Regionen, wo dann auch Solidarität mit den Gezi-Protesten in Istanbul war und dort dann Leute bedroht haben, Häuser markiert haben von Linken und so weiter. Das heißt, durchaus haben wir da schon Potenzial. Sie ist zwar nicht groß, ich glaube, Wahlpotenzial von 120, 130.000 Wahlstimmen bei den letzten Wahlen gehabt, aber der Einfluss, die Ideologie, die sie verbreiten, dieser, was Murat gerade gesagt hat, mit dem sunnitischen Islam, wir sind alle Moslems, das heißt, egal Kurde oder Türke, wie auch immer, auch wenn sie einige Aspekte hatten, zum Beispiel, dass die Kurdenfrage gelöst werden soll und ähnliche Sachen, das heißt, durchaus auch Forderungen, die die HDP stellt, aber halt auf eine andere Art und Weise. Das heißt, die Hüderpart ist durchaus ein Minenfeld, die auch aktiviert, wenn sie aktiviert ist, auch durchaus auch größeren Schaden in der linken und kurdischen Community auch auswirken kann. Mit dessen Leader hat sich eben der Erdogan getroffen. Also wir haben jetzt einige Punkte über die Erdogan-Strategie hinter einem vermeintlichen HDP-Verbot, haben wir einige Punkte jetzt angesprochen. Wir sprechen von einer Situation, dass in einem Land es einen Kontext gibt, dass die kurdische Bewegung, dass der militärische Arm der kurdischen Bewegung mit Terror bezeichnet wird und verboten wird und auf der anderen Seite der zivilpolitische
Bemühungen genauso verboten werden. Und wir sprechen hier von einer Größe, das möchte ich vielleicht hier auch in der Runde teilen, dass der kurdischen Wählerinnenschaft, nämlich dass 2018 die HDP zum Beispiel bei den letzten Parlamentswahlen einen Wählerstimmenanteil von 11,7% erreicht hat und damit 67 Abgeordnete ins türkische Parlament senden konnte. Und es hat dann eine Umfrage gegeben vom Forschungszentrum Spektrum House, heißt das, wo 74% der befragten kurdischen Wählerinnen meinen, dass die HDP einen eigenen Präsidentschaftskandidaten stellen soll und 76,3% gemeint haben, dass sie sich bei der Stichwahl an den Hinweis oder den Vorschlag der HDP, die in der Allianz Arbeit und Freiheit drinnen ist. Also es wurden fast 2000 Personen befragt in dieser Umfrage und 50% derjenigen kurdischen Wählerinnen, die bei diesen Wahlen die AKP gewählt haben, 50% von denen würden jetzt die AKP zum Beispiel nicht mehr wählen. Das heißt, bei der AKP gibt es auch einen Wählerinnenverlust bei den Kurdinnen. Wollt ihr vielleicht zur Erdogan-Strategie hinter eben diesen Verbotsbemühungen für die HDP noch etwas ergänzen? Nein, nicht unbedingt. Ja. Aber man kann ja durchaus sagen, dass das schon wie eine Verzweiflungstat aussieht, wenn Erdogan jetzt versucht, unterschiedliche konservative kurdische Organisationen oder Parteien an sich zu binden. Das ist ein abgekarrtes Spiel, der besonders in Kurdistan, in den türkischen Teil, überhaupt nicht ziehen wird. Insofern glaube ich, es ist eher darauf hinzuführen, dass Erdogan es auch versucht, auf die nationalistische und teilweise auch rassistische Positionen in der der Mehrheitsbevölkerung und natürlich auch bei den anderen Parteien hinzuarbeiten, um sie eben an sich zu nähern, dass sie die Zusammenarbeit mit der HDP unterlassen sollen. Das ist der eigentliche Ziel von Erdogan. Es ist tatsächlich so, dass weder das Volksbündnis, also Erdogans Volksbündnis, noch das Nationenbündnis sich traut, die kurdischen Wählerinnen zum Beispiel anzusprechen. Sie fürchten tatsächlich, ihre eigenen Wählerinnen dadurch zu provozieren oder zu verlieren. Und das hat auch, ist eben dem Staatsdoktrin, dem Staatsparadigma geschuldet, das eben die Kurdenphobie untermauert und nährt. Nun haben wir die Situation, dass man eben mit der HDP nicht sprechen möchte, sondern die HDP wird von diesen beiden großen Bündnissen einfach ausgeschlossen. HDP ist Teil des Bündnisses Arbeit und Freiheit. Und die HDP hat eben vor 2 Tagen, wenn ich mich nicht irre, gesagt, dass das Bündnis Arbeit und Freiheit einen eigenen Präsidentschaftskandidaten stellen wird. So, das ist jetzt der neueste Stand. Murat, möchtest du hier zu dieser letzten Entwicklung jetzt deine Einsicht oder deine Prognose vielleicht auch sagen? Wie wird das eben damit weitergehen? Beziehungsweise, was sind die Motive dahinter, dass jetzt dieses Bündnis einen eigenen Präsidentschaftskandidaten stellen möchte? Also ich persönlich halte diese Strategie für richtig, zumal weil es auch den Druck auf die anderen Oppositionsparteien erhöhen wird. Und im Grunde genommen gleichzeitig aber auch eine Einladung an diejenigen Kräfte ist, die nicht mehr unter der AKP-Palastregimeherrschaft leben wollen. Denn das steht schon mal fest, weder die sogenannte Bündnis des Volkes von Erdogan noch der sogenannte Bündnis der Nation unter der Führerschaft von der Republikanischen Volkspartei die Mehrheit gewinnen werden. Das heißt, nicht nur die HDP, sondern wir sprechen ja von dem Bündnis. Das Bündnis Arbeit und Freiheit ist hier sozusagen das Zünglein an der Waage. Und insofern, wenn, und es ist eine ganz klare Sache, wenn die übrigen sogenannten Oppositionsparteien noch lieber das Gespräch mit den, mit diesem Bündnis führen und dann sogar Namen
in die Waagschale werfen, wie der Oberbürgermeister von Ankara, Mansur Yavaş, der ein ausgewiesener Rechtsradikaler ist, ein Rassist und ein Nationalist. Zwar ist er in der JHP, nicht mehr in der MHP Mitglied der Partei der Nationalistischen Bewegung, aber er kommt ja aus dieser Ecke. So, dann ist es ganz klar, dass dieses Bündnis, die von der HDP, von der Partei der Arbeit, von den Arbeiterparteien und anderen linken und sozialistischen Organisationen sagt, Leute, wir stellen unseren eigenen Kandidaten. Und es ist auch klar, dass dadurch auch folgende Aussage gemacht wird, wenn ihr mit uns nicht verhandelt, wenn ihr uns nicht in die Diskussion mit einbezieht und euch auch nicht klar und deutlich gegen jegliches undemokratisches Verhalten dieser Regierung entgegenstellt, dann werden wir erstmal unsere eigene Kandidatin, Kandidaten stellen. Und es wird zu einer Stichwahl kommen. Ich glaube, da sind sämtliche Wahlforschungsinstitute der gleichen Auffassung, denn die Umfragen zeigen das. Dann wird dieses Bündnis das Zünglein an der Waage sein. Und da möchte ich die JHP, also die Partei der Republikanische Volkspartei. Republikanische Volkspartei und die anderen sehen, wie sie mit der HDP und den anderen linken Organisationen umgehen wollen. Also die HDP spielt eine Schlüsselrolle, ja. Und Oktay, vielleicht genau, dass du da vielleicht fortsetzt. Genau, also wir haben ja solche Beispiele schon erlebt. İmam Oğlu, der Bürgermeister von Istanbul, der hat ja nicht nur mit den CHP-Ständen der Republikanischen Volkspartei, sondern auch den Stimmen der HDP gewonnen, muss man ja sagen. Das heißt, damals hat ja die HDP gesagt, wir wollen keinen AKP-Bürgermeister haben und hat einen Aufruf gestartet und das Potenzial losgelöst. Und man muss sagen, Istanbul ist die zweitgrößte kurdische Metropole, wenn nicht sogar die größte. Wenn man jetzt Diyarbakir und Istanbul beieinander legt, ist die Zahl, glaube ich, ziemlich ähnlich, wie viel an Wählerpotenzial da ist. Das heißt, dementsprechend hat die HDP durchaus sehr viel Potenzial, auch im Westen, also nicht nur in kurdischen östlichen Regionen, sondern auch tatsächlich im Westen. Und das ist dann durchaus dann wichtig für diese ganze Entscheidung. Die AKP ist angewiesen auf die Stimmen der Kurden, aber nicht auf die Stimme der HDP, sondern die muss irgendwie gucken, dass der Einfluss der HDP gebrochen wird und neue Institutionen da eingerichtet werden. Das hat sie immer wieder gemacht mit Stiftungen. Sie hat da Stiftungen gefördert, die dann in kurdischen Regionen Schulen gebildet haben, Universitäten oder Wohnheime für Studenten und so weiter gemacht haben, um eben viele Kurden für sich und an sich zu binden. Und das ist jetzt auch ein Teil dieser ganzen Geschichte. Die HDP soll so ein bisschen isoliert werden, aber dafür die kurdischen Stimmen dann näher an den Pan-Islamismus der AKP sozusagen gebracht werden. Das heißt, die Kurden sollen dann Teil, als muslimischer Teil der AKP sozusagen dementsprechend auch weiterhin die AKP wählen und die Politik von Erdogan und seiner Mannschaft sozusagen unterstützen. Es ist durchaus so, dass die AKP hier, wie ich gerade am Anfang auch gesagt habe, so ein bisschen anfühlt, wie sich das entwickeln könnte, wenn man verschiedene Schachzüge halt machen würde. Und da ist dann diese entscheidende Geschichte, was dann der Murat auch gerade gesagt hat. Das Bündnis für Arbeit muss sich jetzt entscheiden, wohin es geht. Es ist noch nicht ganz abschließend. Das heißt, die HDP hat zwar gesagt, wir wollen einen Kandidaten, aber nicht alle Mitglieder des Bündnisses für Arbeit und Freiheit haben sich noch getroffen und darüber entschieden, was sie jetzt tatsächlich machen wollen. Das heißt, das ist jetzt ein Prozess, der natürlich in den nächsten Tagen, Wochen geklärt wird und dementsprechend dann entschieden wird, ob man dann einen gemeinsamen Kandidaten hat. Wenn die HDP verboten werden sollte, brauchen wir ja eine andere Dachvereinigung, wo Mitglieder der HDP kandidieren können. Das sind alles so strategische Geschichten, die man jetzt natürlich dann nach und nach klären muss. Aber da muss zuerst mal halt ein bisschen die Entscheidung konkreter werden, ob die HDP tatsächlich verboten wird oder ob die vom Verbot doch zurückstecken, um eben nicht die HDP nochmal zu stärken und eventuell neutrale oder vielleicht so etwas liberalere, die aber vielleicht auch doch ein bisschen muslimisch und religiös und konservativ sind, ob man die dann nicht doch wieder an die HDP näher führt. Das heißt, da sind viele Aspekte, die durchaus
innenpolitisch eine Rolle spielen. Genauso ist es auch der außenpolitische Aspekt, wo ja die AKP weiterhin dann versucht, dann auch nochmal den Einflussbereich zu stärken. Wenn man sich die Zahlen weiterhin anguckt, das haben wir in früheren Sendungen, in der letzten vor oder um Weihnachten, haben wir ja nochmal das Thema ökonomische und finanzielle Situation in der Türkei besprochen, wo man ja sieht, Inflationsrate von einer dreistelligen 100er-Zahl, gefühlt zumindest offiziell bei 80. Das heißt, durchaus haben wir dann innenpolitisch, aber auch außenpolitisch eine AKP, die an die Wand gelehnt ist, die sozusagen versucht, sich zu befreien und verschiedene Schritte unternimmt, um eben das Maximum an Wählerpotenzial für sich zu gewinnen und zu mobilisieren. Und dann ist dann durchaus dann halt jetzt hier in diesem AKP-Strategiespiel zu berücksichtigen, eben der Faktor des Bündnisses für Arbeit und Freiheit. Die Kurden hatten schon immer ein bestimmtes Potenzial an Wahlstimmen und haben dann auch zum Beispiel die absolute Mehrheit der AKP damals ja gebrochen, als sie dann kandidiert haben, eben diese 12 oder knapp 12% bekommen haben. Dadurch konnte die AKP nicht mehr allein regieren, wie sie das 10 Jahre lang gemacht hatte, sondern musste dann sich einen kleinen Koalitionspartner suchen, die MHP, die sich dann da angeboten hat als nationalistische Partei. Und so wird die AKP jetzt natürlich noch auf weitere Bündnispartner angewiesen sein, sollte die linke und kurdische Bewegung stärker aus dieser Wahl hervorgehen als die 12%, wenn sie noch mehr Kandidaten, noch mehr Parlamentarier ins Parlament schickt, wird es natürlich dann noch enger für die AKP. Und bei der Stichwahl wird sie sich natürlich dann auch dementsprechend für die Oppositionspartei entscheiden, wenn es jetzt nicht ein Ultranationalist ist oder ähnliches. Mhm. Aber das ist dann, das können wir jetzt noch nicht abschätzen, das ist jetzt alles Spekulation. Aber da wird dann die HDP oder das Bündnis für Arbeit und Freiheit sich die Frage stellen müssen, wollen wir Erdogan um jeden Preis weghaben, auch wenn ein anderer Nationalist jetzt als Präsident da sitzt, oder wie wird es dann danach weitergehen? Inwiefern kann man dann halt den Staatspräsidenten oder die Macht des Staatspräsidenten wieder zurückrudern lassen und wieder zu einer parlamentarischen Repräsentantenrepublik werden, wie das ja vor der Verfassungsänderung war, wo Erdogan dann mit einer absoluten Mehrheit die Verfassung geändert und das Präsidialamt eingeführt hat, ob man das wieder rückgängig machen kann und solche Sachen. Das sind alles jetzt Fragen, die in den nächsten Wochen und Monaten durchaus aktuell werden, über die wir sicherlich auch detaillierter dann in Zukunft sprechen werden und werden müssen. Also die Veränderung, die das Nationenbündnis eben verspricht, ist, dass man auf die Zeit vor Erdogan irgendwie auf dieses System zurückkehren möchte. Und das ist schwierig, weil sie eigentlich auch, das ist ja der sechste Tisch, das sind ja 6 Vertreterinnen in diesem Nationsbündnis drinnen. Das heißt, sie wollen die Rolle des Staatspräsidenten auch dahingehend ändern, dass der Staatspräsident oder die Staatspräsidentin eine symbolische Rolle hat und die Endentscheidung von Vertreterinnen, Stellvertreterinnen sozusagen gemeinsam getroffen werden soll. Das heißt, das ist eigentlich etwas, was Prozesse noch einmal entschleunigen wird und das gesamte System noch einmal verlangsamen wird. Wie die Türkei-Bevölkerung mit solchen Situationen dann umgehen wird, würde, ist zum Beispiel auch eine sehr spannende Frage, ob sie nicht zum Beispiel den Erdogan wieder sich zurückwünscht. Ich spekuliere jetzt total, dass sie den starken Mann wieder, den starken, durchgreifenden Mann wieder nicht zurück verlangen werden. Also die Zeiten sind wirklich sehr, sehr spannend. Das Nationenbündnis, das gibt es ja schon seit letztes Jahr. Und die haben sich bis heute nicht geschafft, dass sie eben zum Beispiel die HDP anzusprechen. Sie schaffen es bis heute nicht, mit der Allianz, mit dem Bündnis Arbeit und Freiheit einen Dialog aufzubauen. Jetzt haben wir eben die Situation, dass das Bündnis für Arbeit und Freiheit gesagt hat, jo, dann stellen wir unsere eigenen Präsidentschaftskandidaten. Bei der Stichwahl, spätestens bei der Stichwahl, werdet ihr sowieso auf uns angewiesen sein. Ich möchte jetzt vielleicht auf die nächste Frage überleiten damit, nämlich, wie hängt das alles jetzt mit den Bemühungen von Erdogan, das Wahldatum nach vorne zu ziehen, zusammen? Was bedeutet das für
das Wählerinnenverhalten insgesamt, wenn in dies, dass das Wahldatum vorgezogen wird, dass gleichzeitig eben dieses Parteiverbot von HDP ein Thema ist. Was bedeutet das für das Bündnis Arbeit und Freiheit? Also welche Strategien könnten hinter diesem Interesse stecken, dass man die Wahlkampfperiode sozusagen noch einmal verkürzen möchte? Vielleicht auch angesichts der wirtschaftlichen Situation im Land, weil wir können ja beobachten jetzt, dass Erdogan zum Beispiel eben wieder wahnsinnige Partei, also AKP-Propaganda während dieser Wahlzeit macht und aber auch sehr ziemliche Wahlzuckerl sozusagen verteilt. Das heißt, es weht auch irgendwie so ein positiver Wind in der Luft. Möchtest du vielleicht beginnen, Murat? Ja, gerne. Wir dürfen aber auch eins nicht vergessen, dass der sogenannte Bündnis der Nation nicht die Situation zurückwünscht, wie damals, als Kemal Derwisch mit dem Strukturanpassungsprogramm begonnen hatte. Das ist ein neoliberales Wirtschaftsprogramm, die von diesen 6 Parteien dann auch getragen wird. Und die wollen das ja auch wieder zurück. Aber wenn man sich den Prozess, der jetzt begonnen hat, sich anschaut, dann muss man auch sagen, dass natürlich das Ganze zusammenhängt auch mit den Entwicklungen in der gesamten Region, in dem Dreieck Balkan, Kaukasus und der Nahosten und sowie die Interessen der westlichen Länder, der NATO-Länder, des westlichen Imperialismus sozusagen. Denn die Türkei ist eines der lebenswichtigsten Länder, die insbesondere für Energielieferungen von Bedeutung ist. Die Türkei ist eines der wichtigsten Energieumschlagplätze der Welt. Daher gilt es, auf der einen Seite mit einer herrschenden Klasse zusammenzuarbeiten, die durchaus in der Lage ist, auch die Interessen der westlichen Länder zu vertreten. Und deshalb werden sie auch unterstützt. Und gleichzeitig gibt es ja auch andere Kräfte wie Katar, Saudi-Arabien, Ägypten, also die herrschenden Klassen in der Region, die auch gerne mit der AKP und den Kapitalfraktionen, die sie vertritt, zusammenarbeiten wollen. Daher gibt es ja auch eine gewisse wirtschaftliche Entwicklung, die durchaus gewisse, ich würde mal sagen, Erleichterungen mit sich bringen kann. Erdogan hat ja darauf spekuliert, dass durch den milder werdenden Winter und in den Frühlings- und Sommermonaten, da werden weniger Energieausgaben notwendig sein. Das wird die Inflation wieder zurücksetzen, das heißt der Kaufkraft. Die Kaufkraftverluste werden wieder wettgemacht. Und so geht es dann in erster Linie darum, dass mit unterschiedlichen, Zeynep, du hast ja von Zuckern gesprochen, ich würde eher, das ist Gift für die Bevölkerung sagen, aber dadurch werden sie versuchen, unterschiedliche gesellschaftliche Kräfte zu befrieden, zumindest es ihnen etwas an die Hand zu geben. Sie haben ja auch sehr schnell den Mindestlohn erhöht, zwar nicht in der Höhe, in der es eigentlich notwendig wäre. Und sie versuchen mit allen möglichen Mitteln des Staates und der Wirtschaft, der jeweiligen Kapitalfraktionen in der Türkei, um weiterhin ein befriedetes Wahlvolk zu zaubern. Doch im Grunde genommen, da hat der ehemalige US-Präsident recht, it's economy stupid. Also es ist die Wirtschaft, die im Grunde genommen die wirtschaftliche Situation der Menschen, die auch Ausschlag geben wird, insbesondere die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse. Wenn man sich das anschaut, dass in der Türkei über 50% der Bevölkerung nur einen Mindestlohn bekommen und mit der sogenannte Armutslimit schon längst über diesem Mindestlohn stehen. Und wenn man die Verschuldungssituation der privaten Haushalte sich anschaut, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass diese Strategie oder diese Spekulation von Erdogan und seinen, also von ihm vertretenen Kapitalfraktionen nicht aufgehen wird. Insofern wird es sehr spannend sein. Und ich denke mal, gerade für das Bündnis
Arbeit und Freiheit? Wird es notwendig sein, auch wenn Gelder nicht da sind, dafür zu sorgen, die gesellschaftliche Solidarität anzusprechen, zu versuchen, Brücken zwischen den unterschiedlichsten Widerstandsherden herzustellen, aber auch natürlich eine wirtschaftspolitische und sozialpolitische Kompetenz hinzulegen. Das fehlt noch ein bisschen, da muss noch mehr getan werden. Es reicht nicht aus zu sagen, wir Kurden werden unterdrückt und wir Linken werden unterdrückt, denn die gesamte Bevölkerung, also, oder sagen wir mal so, die überwiegende Zahl der Bevölkerung, egal welcher nationale Herkunft, wird unterdrückt und ausgebeutet. Insofern müssen wir uns sagen, oder dieses Bündnis muss sich sagen, die gesamten unterdrückten und ausgebeuteten Klassen in der Türkei sind unsere Adressaten. Wir wollen für sie tätig werden. Wir wollen auch dafür eine andere Politik, eine andere Wirtschafts-, eine andere Sozialpolitik hinstellen, damit man eben diese Spekulationen von Erdogan und seinen Mann zurückdrängen kann. Das Vorziehen der Wahlen hätte ja strategisch schon die Bedeutung, dass man eben die Vorbereitungszeit der Gegner ein bisschen einschränken kann. Denn sie selber sind ja eingeschränkt, haben sämtliche staatliche Mittel zur Verfügung. Wenn Erdogan ein Meeting in auch dem kleinsten Kaff hat, werden karrenweise Busse aus anderen Metropolen und Regionen zu diesem Meeting und Kundgebungsplatz gekarrt. Da werden dann Sachen verteilt, Essen, Lebensmittel, Getränke, alles umsonst sozusagen. Das heißt, die staatlichen Mittel werden benutzt. Und wenn jetzt die AKP, die selber knapp 2 Milliarden türkische Lire bekommt als Wahlkampfunterstützung, die HDP, habe ich am Anfang gesagt, 530 Millionen türkische Lire, entspricht 25 Millionen Euro. Heißt, ne, kann man dann zusammenrechnen, die AKP hat das Vierfache, aber dann 100 Millionen, über 100 Millionen Euro allein an Parteienfinanzierungsmitteln, das ist nicht wenig. Und dann kommen die ganzen staatlichen Zuschüsse, die ganzen staatlichen Mittel, Transport und sonstige Wege und so weiter. Das heißt, dementsprechend hat die AKP eigentlich die ganze Macht hinter sich, aber trotzdem muss sie bangen, denn die Menschen trauen ihr nicht mehr. Die Menschen merken, da ist, da wird eingesackt ohne Ende in die Taschen der AKP-Freunde, wird gesteckt, aber das Volk hungert trotzdem. Auch wenn man jetzt den Mindestlohn auf 8.000 türkische Lire angehoben hat, was sie jetzt ist, ist es nicht mehr als die Armutsgrenze. Das heißt, die Leute, die dann Vollzeit arbeiten, haben nicht genug, um über der Armutsgrenze zu leben, hat ja Murat gerade treffend gesagt. Genau, ja. Genauso ist es dann auch so, dass die AKP ja versucht, zum Beispiel die Beamtengehälter zu anzuheben. Das heißt, die haben jetzt 30% mehr Lohn versprochen an die Beamten. Das sind ja eben die Staatsträger, das sind die Leute, die die AKP unterstützen, weil eben alle Kritischen ja vor ein paar Jahren mit Dekreten aus den Jobs geflogen sind und AKP-nahe Sympathisanten da eingestellt wurden. Das heißt, das sind die Leute, die dann halt wieder der AKP nahestehen, die dann subventioniert werden, während Arbeiter sozusagen hungern sollen. Das heißt, wir haben dann durchaus die allgemeine Problematik, dass die AKP sich wieder versucht, so ein bisschen zu stärken, indem sie halt versucht, den Gegnern die Möglichkeit der Vorbereitung wegzunehmen. Und da kommt dann eben diese Parteifinanzierungsgeschichte ja auch ganz recht. Denn wenn die HDP jetzt 130 Millionen, die bis zum 10. Januar hätten ausgeteilt werden müssen, nicht bekommt, weil die eingefroren sind, hat sie weniger Mittel. Was nicht bedeutet, dass sie schwächer sein wird. Wahrscheinlich im Gegenteil, weil die Leute das ja auch merken. Auch in Gesprächen selber, wenn man die offenen Mikrofone sich anguckt, die in der Türkei ja oft über Social Media auch zu abonnieren sind. Die Leute merken, dass das einfach nur strategische Möglichkeiten sind. Und daher werden sie wahrscheinlich auch der AKP eine Quittung ausstellen bei den Wahlen, egal ob die Ende Mai oder Ende Juni stattfinden, das ist egal. Das heißt, sie wird nicht als stärkste Partei oder vielleicht nicht als die starke Partei rauskommen. Vielleicht wird ihr Bündnispartner nicht mal die 10%-Hürde schaffen und deswegen gibt es ja eben halt diese Bündnisse, dass man dann halt dementsprechend als Bündnis kandidiert, damit die dann wenigstens mit ihren 6, 7, 8%, wenn sie denn so viele bekommen sollten, dann überhaupt reinkommen. Das heißt, dementsprechend haben wir dann durchaus diesen Aspekt, dass man die Wahlen eventuell vorzieht, um eben den Gegnern diese Möglichkeiten zu rauben, sich anständig vorzubereiten. Und wenn jetzt auch ein HDP-Parteiverbot dazu käme,
wir müssen ja wieder spekulieren, dann hätte die Kurden, beziehungsweise hätte die linke HDP noch weniger Zeit, um vorzubereiten, Listen aufzustellen, Kandidaten aufzustellen und so weiter, weil eben eventuell neue Bündnisse gesucht werden müssen. Das heißt, ist im Parteiengesetz der Türkei ist es so, dass eine Partei kandidieren kann, aber wenn man als Bündnis kandidiert, können alle anteilig eben ihrer Stimmen, die sie bekommen haben, an Abgeordnete ins Parlament schicken. Das heißt, wenn jetzt ein Bündnis wie die HDP aus 5, 6, 7, 8 oder viel auch mal Parteien besteht, oder ein anderes Bündnis wie Arbeit und Freiheit Bündnis, wenn da mehrere Parteien sind und die dann dementsprechend als Bündnis kandidieren, können dann auch die kleineren Parteien eventuell 1, 2 oder 3 Abgeordnete eventuell ins Parlament schicken, der Stimmen und so weiter. Das heißt, dementsprechend ist das durchaus für die HDP ein Erschwernis, aber nicht etwas, das die türkische und kurdische Linke nicht schaffen wird, sich vorzubereiten und das durchzuziehen. Das heißt, dementsprechend ist es wieder ein strategisches Spiel der AKP, aber noch nicht endgültig durchdacht und noch nicht endgültig durchgezogen. Da werden wir, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen spielen. Man muss natürlich auch das Ganze auch im Hinblick auf weitere Angriffe im Inland dann auch bewerten. Wir haben vor einem Monat die Vorsitzende der türkischen Ärztekammer oder Ärzteberufsverbandes wurde verhaftet. Oppositionelle Zeitungen haben Journalisten haben Haftstrafen oder Geldstrafen bekommen. Zeitungen, die Evidenz hatten wir jetzt als Beispiel, wurde zum Beispiel eingeschränkt, indem sie dann keine Werbemittel mal aus staatlichen Kassen bekommt und so weiter. Wobei hier vielleicht in Klammern möchte ich nochmal an unseren Genossen und auch Journalisten Metin Göktepe gedenken, der vor 27 Jahren, heute vor 27 Jahren, seit 1996, unter Polizeigewalt getötet wurde. Das heißt, bei einer Demonstration, Kundgebung, wo er dann Fotoaufnahmen gemacht hat als Journalist, in Gewahrsam genommen wurde und unter Polizeigewahrsam sozusagen zu Tode verprügelt wurde. Weil eben der Name Evidenziell gerade auch gefallen ist, kann man dann hier auch kurz diesen Schwenker vielleicht machen. Das heißt, wir haben durchaus innenpolitisch viele Angriffe der AKP-Regierung gegen die Opposition, gegen die HDP, gegen die Evidenziell oder andere Zeitungen oder Medien, die nicht pro AKP oder auf Erdogan-Kurs sind. Alle werden mit Terrorismus konfrontiert, Terrorismusvorwürfen, werden ihre Organisation verboten, werden ihre Parteifinanzierungen verboten und so weiter. Das heißt, wir haben durchaus die tatsächlich einen heißen Wahlkampf, der schon mitten im Laufen ist und nicht irgendwie erst in einem halben Jahr, wo dann irgendwie die heiße Wahlkampfphase auf den letzten Drücker kommt, sondern jetzt sind die Vorbereitungen für die Zukunft für die nächsten 3, 4, 5 Monate. Und da, wie gesagt, werden wir durchaus auch spannende Gespräche noch führen, durchaus über die Thematik, weil eben dann auch jeden Tag sich andere Sachen entwickeln werden, jeden Tag neue Entwicklungen, neue Umstände herstellen werden, sodass man dann auch dementsprechend darauf reagieren muss. Ja, wie zum Beispiel eben, wir sind heute gar nicht dazu gekommen, darüber zu sprechen auch, aber in den eigenen Reihen des Koalitionspartners der ultranationalistischen faschistischen MHP ist in den letzten Tagen, sind 2 Attentate passiert. Es wurden 2 MHP-Funktionärinnen ermordet. Das heißt, damit schaukelt die Türkei im Moment. Vielen herzlichen Dank, lieber Murat. Dankeschön für deine Zeit. Danke für deinen Beitrag. Lieber Oktay, herzlichen Dank auch für deinen Beitrag. Es gibt sehr viel zu diskutieren. Die nächste Zeit wird sehr, sehr heiß werden, diese Wahlkampfzeit. Und wir werden im Rahmen von Türkei aktuell diese Eckpunkte und Entwicklungen hier mit den Hörerinnen und Zuseherinnen weiterhin teilen. Für heute Abend bedanke ich mich und vielen lieben Dank nochmal an die Diskutantinnen in der Runde. Schönen Abend, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Wir sehen uns. Genau. Schönen Abend.